Hallo und herzlich willkommen zu Transport Fever 2 zu Folge 18. So, wir hatten aufgehört mit unserem ersten Güterzug, der hier vorne Stahl bzw. Eisen und Kohle zum Stahlwerk bringt. Da wird hier Stahl produziert. Was wir dann damit machen, schauen wir dann. Hier wird befüllt, das läuft. Was mich noch immer stört, ist dieser Stau hier. Ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme einmal das sieht eigentlich relativ gut aus bis hier vorne, ne? Achso, weil er da vorne lang fährt, das geht nicht. Weil wir dann hier rum, ja. Ich werde jetzt einfach mal ein, zwei Bushaltestellen sitzen. Einmal hier. Und hier. Kommen wir hier drüben an. Und dann fahren wir die mit. Und gucken, dass wir hier irgendwie das connecten mit der anderen Straßenbahn, zum Beispiel hier. So. Oder, nee, das machen wir nochmal anders. Manchmal überlegt man sich ja, das darfst du auch nochmal ein bisschen. Die kommen hier nochmal weg. Nein. Aber zum Glück ist keine Dings kaputt gegangen. So. Oh Mann. Das wäre ja beinahe was geworden hier. So. Wir kommen von da runter mit der Straßenbahn, fahren hier rum. Und fahren jetzt gerade fast den ganzen Weg hier runter, aber nee. Die macht tatsächlich vielleicht doch den Weg hier rum. Kommt dann so rum wieder zurück und kommt dann hier hinten lang. Aber zumindest schon mal die Verbindung hier hin. Oder fährt erst. Kommt da. Muss ja da nicht jeden mitnehmen. Nimmt dann den mit. So. Fährt jetzt hier oben den Bogen. Kommt hier rauf zurück. Fährt dann dahin. War denn alle Straßen jetzt damit versorgt? Nein, natürlich nicht. Will ich hier. Ach so. Hat der mit. Aber so war das, ne? Ja. Wollte doch nur. So haben. Müsste ja auch hier noch, aber noch keine haben. Mindestens hier noch mal eine Bushaltestelle. So, fährt er hier rum. Fährt dann hier hin. Also, die Linie will ich haben. Die Linie 2 Hildesheim. Die will ich dauerhaft eingeblendet haben. So. Die 6 kommt weg.
fängt er denn an? Hier. So. Geht dann nach der 5. Warum sitzen die genau verkehrt rum? Das muss man ja auch nicht verstehen, ne? Sechs muss weg. Mach erstmal Pause, sonst gibt's zu viel Stress. So, die 6 muss weg. Klack. Muss jetzt nach der 5 es weitergehen. Ach, hier. Alles genau verkehrt rum, das will ich doch gar nicht. So, die 1 fährt hier hoch. Wechselt hier schon, warum auch immer. Nochmal. So. Station hinzu. Nach der 1. 2. 3. 4. Die 5. 6. Fährt dann hier hoch. Und hier. Soll vorher hier abbiegen. Soll hier hin. Dann sage ich mal nur hier. Dann schon hier rüber. So. 7. So. Das ist der Endpunkt. Und jetzt das Ganze von hier wieder zurück. So. Müssen wir hier nur die Fahrzeuge verwalten. Die müssen alle ausgewechselt werden, weil die ist jetzt zu alt, zu langsam. Dann nehmen wir mal, die hatten wir glaube ich schon, die hatten wir glaube ich noch nicht, oder? Hatten wir die noch nicht? So in dieser Größe. Und die kopieren wir jetzt nochmal. Und dann passt. Jetzt gucken wir, was damit den Stau hier ein bisschen auflösen können. So. Mal sehen, was jetzt im Laufe der Tage passiert hier. Entschuldigung, ich musste gerade husten. So, wir müssen weitermachen. Ich hätte jetzt gerne hier einen großen Güterbahnhof. Dazu reiße ich erstmal den ganzen Krempel hier noch ab. Brauche Platz. So. Soll hier... Müssen wir aber natürlich das Terrain angleichen, weil ich will das natürlich auch alles gleichmäßig haben. Oh, machen wir mal von hier. Zack. Nee, das ist auch nicht gut. Mal hier mal an. Nehmen jetzt diese Höhe. Gucken, dass wir jetzt hier alles auf die Höhe.
Und den Rest machen wir dann gleich. So. Jetzt brauche ich Gebäude. Karko. Acht Gleise, 320 Meter. Passt. So, jetzt kommt der Trick. Ich drehe das Ganze. Setze hier den Bahnhof hin. Konfiguriere ihn. Und nehme hier die ganzen Gebäude hier an der Seite weg. Setzen hier einfach nur die Treppen hin. Begründung nehmen wir hoffentlich gleich. Ich habe nämlich vor, zwei Bahnhöfe miteinander zu verbinden. So, das wäre jetzt Bahnhof 1. Kann man den übrigens noch erweitern? Geht das noch? Maximum ausgebaut. Gut. Dann wieder das raus. Dann nächster Bahnhof. Will mal gucken, ob das funktioniert, wenn ich ihn jetzt hier so ein bisschen überschiebe. So. Jetzt den Kram abreißen. Nein. Ihn erst konfiguriere, dann die Seite abreiße. Dann die Option hat, auch auf der anderen Seite was anzubauen. Gebäude. Nee, geht leider nicht. Mir nicht ran. Also. So. Nochmal komplett abreißen. Dann Bahnhof. Drehen. Ich weiß, dass er jetzt überlappt, das macht aber nichts. Wenn ich jetzt baue, ihm sage, konfigurieren, die Gebäudeteile wegnehme, den er sich überlappt, so, und ihm jetzt wieder die Treppe hinsetze, verbinden die sich miteinander. Seht ihr das? Da, an der Stelle hat er sich gerade miteinander verbunden. Hier verbindet er sich nochmal. Der Vorteil ist, jetzt haben wir zwei Bahnhöfe, die miteinander verbunden sind, die Waren hin und her tauschen. So, jetzt will ich mal gucken. Es war alles schön Frachtbahnhof, aber ich will trotzdem mal konfigurieren. Weil ich habe mir sagen lassen, es gibt noch so schöne Invisible-Module. Jawohl, das sieht gut aus. Also, nehmen wir hier die ganzen Terminals weg.
So. Ground Cargo. So. Hier geht noch was ran. So, jetzt würde ich gerne einmal nur gucken, wie es aussieht. Ja, super. Will ich nur sehen, wenn ich jetzt male. Und nehme, was weiß ich. War hässlich, aber mal hier Kies nehmen. Ja, dann sieht das Ganze mich nicht so wuchtig aus. So dachte ich mir das nämlich. Voll. Also bauen wir weiter. Konfigurieren. Irgendwo hier hinten waren wir. Ground Cargo Station. So. So, und das bauen wir jetzt durchgehend. So, jetzt setze ich erstmal ein paar Gleise da rein. Jetzt hier zumindest die Gleise nur erstmal dran haben, weil dann lässt sich das Ganze, dadurch, dass das hier alles so weiß ist, echt mies erkennen. Und gucken jetzt, wie groß wir hier auseinander gehen können. Und wie lang der Bahnhof werden kann. Na, guckt mal. Das ist doch mal ein Riesenteil. Und das wird jetzt unsere erste Güterumschlagstation hier. Hier will ich nachher alle Güter anliefern. In dem einen Teil des Bahnhofs. Und wenn das alles an einem Teil des Bahnhofs angekommen ist, soll er natürlich auch das dann umschlagen auf den zweiten Teil des Bahnhofs und von dort geht es dann in die Städte. So ist der Gedanke von dem, was ich hier baue. Na, was ich mit dem Stahl gleich mache, muss ich auch noch gucken. Aber wir haben ja aber auch ein paar Folgen Zeit. Baue ich mir hier in Ruhe den Bahnhof zu Ende. Baue nochmal meine Plattform hier ran. Aussieht hier, wenn wir den hier nehmen. Sieht natürlich auch nicht schlecht aus, ne? Sieht sogar noch besser aus, wenn ich ehrlich sein darf. Alles klar. Dann, so leid es mir tut, wir reißen an der Stelle nochmal ab. Oder soll ich das im Off eben fertig machen? Weil hier ein bisschen mehr. Damit ihr seht, was ich hier auch mache. Obwohl, nee, ihr sollt ja sehen. Das mit dem Sehen, was ich mache, ist, glaube ich, schon nicht verkehrt. So. Sollen nur gucken, dass wir diesmal
Beim nächsten Bahnhof geht's schneller, versprochen. So, aber jetzt noch mal ein bisschen was in eigener Sache, während ich hier abreise. Und zwar, ja, natürlich kriege ich auch mit, was da draußen passiert. Die hohen Spritkosten, die Krise in der Ukraine, Heizölkosten, die explodieren. Aber Leute, ich zocke hier, um mich von all dem Krempel da draußen abzulenken. Und ich hoffe, euch geht es genauso, wenn ihr das hier guckt, dass ihr gezielt das hier guckt, um eben nicht von dem Mist dann noch mehr um Ohren zu kriegen. Deswegen wird dieses Thema weiterhin hier auf meinem Kanal tabu bleiben. Wir wollen hier so ein bisschen Spaß haben mit dem Bauen und uns aufs Bauen konzentrieren. Und so nebenbei, oder ihr euch nebenbei hoffentlich so ein bisschen berieseln lassen. Ne, und das Ganze ein bisschen entspannt angehen. Weil wie gesagt, draußen ist doof genug. Hier drin wollen wir uns auch mal gut gehen lassen. So, und jetzt war schon dabei die Plattform. Aber gerne rede ich mit euch übrigens auch über andere Themen. Schreibt einfach in die Kommentare. Sprechen wir. So. Jetzt nimmt das Ganze doch hier schon so langsam Form an. Natürlich, solange ich hier am Bahnhof baue, das fordert den Rechner natürlich ordentlich hinaus, muss man ganz klar sagen. So, und jetzt mit großen Schritten nähern wir uns dem Ende. Brauchen wir natürlich noch die Treppen. In der Hoffnung, dass sie jetzt verbunden sind, gucke ich mir gleich an. Gehen wir hier mal raus. Nee, es reicht nicht. Schade. Also. Konfigurieren. Abreißen. Echt mies zu erkennen, ne? Muss man ja mal sagen. So, gucken wir noch mal nach den Plattformen. Hier unten irgendwo noch was? Nein. Probieren wir es nochmal mit anderen Plattformen hier, mit den Treppen. Ah, wo sind, könnten sie denn sein? Verschiedenes. Nein, wo sind sie denn? Das sind echt die Güter hier. Ja, aber so verbinden sie sich. Zwar eigentlich nicht dafür gedacht, aber verstecken wir nachher. Versprochen. So, das gleiche jetzt nochmal mit dem Bahnhof. Aber diesmal geht ja alles ein bisschen zügiger.
Noch jetzt werde ich gleich im Anschluss erstmal wieder die Gleise nehmen, weil es halt für mich deutlich besser zu erkennen ist. So, aber ich würde sagen, für diese Folge war es das erstmal. Wir machen dann genau hier gleich im Anschluss weiter. Liebe Leute, nur geht es mir gerade kurz ein klein bisschen nach. Ich muss hier gerade noch das zu Ende abreißen. Wir machen genau hier im Anschluss in der nächsten Folge weiter. Oder, ach komm, die paar Minuten überziehen wir. Egal. MVP. Muss ich doch tatsächlich die letzten beiden hier oben abreißen. Weil es uns, glaube ich, optisch nicht passt, oder? Nee, ist doch. So. Beeil mich ja auch schon so gut ich kann. Nur wie gesagt, wie ihr seht, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, das leckt ganz schön. Solange man am Bahnhof baut, das beansprucht den Rechner doch ganz schön. So, jetzt haben wir es doch schon gleich. Noch eben auf die schnelle Güterplattform Kies. So, Autosave natürlich. Weil hier in dem Spiel lasse ich definitiv den Autosave an, weil es dann doch das ein oder andere Mal vielleicht zum Absturz kommt. Und das wollen wir doch. Dann will ich nicht alles wieder von vorne machen müssen. Vor allem, man kriegt's, kann ich euch sagen, garantiert nicht nochmal genauso hin. So. Ja, überall da, wo blaue Punkte sind, haben wir vergessen. So. Dürften hier eigentlich nur noch die Treppen hin müssen. So, einmal, zweimal, einmal. Müsste sich das alles miteinander verbunden haben schon. Aber hier fehlt doch eine Ladung, ne? Eine Länge fehlt hier. Warum? Nochmal auf konfigurieren. So. Ja, aber. Ach so, ach. Dadurch, dass wir ihn gedreht haben, ne? Müsste er natürlich viel weiter nach unten. Aber nee, das mache ich nicht. Dann lieber hier konfigurieren. Und dann nehmen wir hier unten eine Länge ab. Nehmen wir hier unten die letzte Reihe weg. Damit das gleich aussieht. So, gucken wir uns das Endergebnis mal an. Supi, jetzt müssen wir noch einmal bemalen mit Kies. Mal gucken, welchen Kies wir nehmen. Den Kies? Nee.
Der Kies? Nee. Der Kies? Auch nicht. Der Kies? Auch zu hell. Beton? Wir müssen ja schon ein bisschen was Dunkles hier nehmen, ne? Nee. Damit der zwischen... hier zwischen nicht ganz so übel aussieht. So, kurz Bäume wegrasieren hier. Geht schnell. Sprach's und fand's nicht da. So. Fehlt was, da stimmt was nicht. Da fehlen Module. Und hier war er falsch. So. Plattform. Gravel. Jawohl. Hier. Hier. Hier muss er noch. Mal hier so, jetzt sind sie miteinander verbunden. Ja, da oben malen wir es jetzt noch kurz zu Ende, aber ich denke, das können wir so lassen. Bauen wir hier ein paar Assets nachher zwischen und dann sieht das nachher bestimmt gar nicht so schlecht aus. So, aber jetzt, nächste Folge machen wir weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.